Hallo und willkommen zum Frank am Freitag. Heute mit dem Thema die Sprache des Kunden sprechen. In den Live-Trainings draußen vor Ort erlebe ich immer und immer wieder, dass Verkäufer und Verkäuferinnen, wenn sie sich mit einem Kunden unterhalten, am Telefon oder auch im Live-Gespräch, dass sie Fachausdrücke verwenden aus ihrem Produktumfeld, von ihrem Produkt direkt oder halt eben aus ihrer Dienstleistung heraus und gehen dann natürlich davon aus, dass der Kunde direkt weiß, was man damit meint. Das ist allerdings in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Also überprüfen Sie, wie Sie und vor allen Dingen, was Sie sagen. Und übersetzen Sie Fachbegriffe aus Ihrem Produkt oder aus Ihrer Branche und übersetzen Sie in kundenverständliche Formulierungen. Ich verspreche Ihnen, die Kunden und die Zuhörer sind Ihnen dankbar. Genauso ist es, ich habe neulich ein Training mit einem Anwalt gemacht, ein Telefontraining, und er sagte dann zwischendurch zum Kunden: Alles klar, Herr Müller, unsere Refa ruft Sie an und legt auf. Dann sage ich, Herr XY, ich sage, wer oder was ist Refa? Wieso? Guckt er mich an, wieso? Rechtsanwalt, Fachangestellte. Ah, ich sage, prima, Sie wissen das. Weiß der Kunde das auch? Ich sage, wie heißt denn Ihre Refa Müller? Liesel Müller. Ah, ich sage, dann sagen Sie doch bitte dem Kunden, Frau Müller ruft Sie an und nicht die Refa ruft Sie an. Also, Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht und es rufen keine Verkaufsleiter an oder Abteilungsleiter, sondern es ruft Herr Müller, Frau Meier, Herr Schulze an. Achten Sie darauf, freuen Sie sich darauf. Der Kunde wird Sie nicht nur hören, sondern dann auch besser verstehen. Bis nächste Woche Freitag, euer Frank. Ciao, allen ein schönes Wochenende.